Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Apple Jewels. Heute will ich euch das Hidden Radio präsentieren, was bei Kickstarter entstanden ist, durch das sogenannte Crowdfunding. Es ist ein Bluetooth-fähiges Airplay-Gerät, was sich mit dem iPod, iPhone und iPad connecten kann. Und das Ganze, wie ihr sehen könnt, wenn man es erstmal ausgepackt hat, sieht aus wie ein großer Negerkuss. Schauen wir uns das Gerät doch einfach mal von unten an. Da befinden sich die einzigen Knöpfe und zwar könnt ihr auswählen zwischen der Bluetooth-Funktion und auch einem integrierten Radio. Ganz versteckt unten drunter ist der Mini-USB-Port, mit dem ihr das Gerät aufladen könnt und bis zu 15 Stunden Musikgenuss mit dem Hidden Radio erleben könnt. Das Ganze ist umbettet mit einer Silikonschicht, damit das Ganze stabil auf eurem Tisch stehen kann. Schauen wir das Gerät einfach mal an. So, jetzt seht ihr, das Hidden Radio ist auf der Suche nach einem Gerät und wir connecten es in diesem Fall jetzt mal mit einem iPad 3. Bluetooth habe ich schon aktiviert und wie ihr seht, wurde das Gerät sofort gefunden. Dann gibt es einen Ton von sich und hört einfach mal rein, wie sich das Hidden Radio anhört. Das Hidden Radio klingt nicht schlecht, bleibt aber dann wohl doch mehr ein Gadget, da es mit High-End-Soundanlagen nicht mithalten kann. Für unterwegs ist das Ganze aber dann doch ziemlich praktisch, da ihr kein Kabel braucht, sondern das Ganze sich, wie gesagt, über Bluetooth und eben auch die Airplay-Funktion mit euren Geräten verbinden kann. Ich habe euch heute in meinem Video nur die eine Funktion gezeigt, kann euch aber sagen, dass auch die Radiofunktion hier in Deutschland funktioniert. Wer sich jetzt für das Hidden Radio näher interessiert, der möge doch bitte einfach auf den Link unter dem Video klicken. Dort kriegt ihr alle Informationen und könnt es über die Homepage der Entwickler jetzt auch offiziell kaufen.